Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von mir. Heute will ich ein sogenanntes Pop-Art-Poster oder Bild erstellen. Dafür habe ich mir dieses Bild hier von Abraham Lincoln ausgesucht und das wollen wir heute mal in Photoshop so bearbeiten. Also öffnen wir uns das hier mal mit Photoshop. So. Und erstellen gleich mal einfach eine neue Datei, aber in Pixeln, sagen wir einfach mal 1200 zu 1500. So, dann müssen wir uns nur noch das Bild zurechtschneiden, weil ich will das hier untere nicht haben. Ich will lediglich den Kopf vom guten Herr Lincoln haben. So, sagen wir mal, schneiden wir uns das hier so aus, ziehen es uns darüber, dann zoomt ihr euch hinaus, geht mit diesem da drauf, STRG und T, könnt es transformieren. Perfekt. Gut, jetzt haben wir das Bild ohne Hintergrund einfach mal da. Als nächstes machen wir uns davon eine Kopie. Mit STRG oder CTRL plus J. Dann habt ihr es kopiert. Da es jetzt schon schwarz-weiß ist, ist es jetzt egal, aber normalerweise hättet ihr ein farbiges Bild, müsstet ihr daraus erst ein Schwarz-Weiß-Bild machen. Das würde wiederum gehen mit STRG oder eben CTRL, Shift, also ein Pfeil darüber und U. So. Dann hättet ihr hier die Sättigung verringert. Ihr könnt immer hier sehen, euer Protokoll, was ihr denn so alles getan habt. Da könnt ihr auch schauen, was ich bis jetzt so gemacht habe. Nun müssen wir die Person hier ausschneiden. Das machen wir hier mit dem Polygon-Lasso-Werkzeug. Gehen wir einfach einmal so außen rum. Also es kann jetzt wirklich ganz grob sein. Das ist bei dieser Form des Bildes recht herzlich egal. Also haben wir uns den Lincoln jetzt ausgeschnitten. Schauen wir mal, Kante verbessern. Machen wir hier ein bisschen 0,1. Runden wir das auf 2 ab. Und haben es dann so schön. Jetzt gehen wir auf Auswahl, umkehren. Schnell auf den Pinsel, löschen. Könnt ihr das hier kurz ausblenden, dann seht ihr auch, was ihr da gerade alles löscht. Und geht dann einmal hier so rum. Wartet kurz, ich muss meine Katze hier vom Tisch runterbringen. Viech, geh mal. Mei. Also, falls ihr auch Tiere habt und ein Tutorial mehr machen wollt, macht eure Zimmertüre zu. Auf jeden Fall haben wir unseren Herr Lincoln jetzt ausgeschnitten. Dann können wir schnell die Auswahl aufheben. Einfach hier. So, und haben jetzt den Lincoln ohne Hintergrund. Dann geht ihr auf Bild, Korrekturen. Einfach hier das zweite auswählen und auf Tontrennung. Das ist hier unter Umkehren. So, jetzt seht ihr schon gleich, das Bild hat sich verändert. Und wir brauchen jetzt die Stufe 2. Also ihr geht ganz nach links und ihr seht, es sind nur noch zwei Flächen da. Das heißt schwarz und weiß. Es gibt keine Mittelwerte mehr, also kein Grau oder so etwas. Und genau das wollten wir jetzt haben. Dann passt es jetzt so. Akzeptiert ihr das einfach. Und jetzt fügen wir noch einen Filter dazu. Denn Filter, dann geht ihr auf Scharfzeichnungsfilter, im Englischen auch als Noise bekannt. Das seht ihr oft bei Cinema 4D, ist es immer noch Noise. Der Scharfzeichnungsfilter hier. Und dann auf starker Scharfzeichnungsfilter. Oder Medien, unter Medien, zwei unter Medien ist das im Englischen. So, dann haben wir unseren ersten Teil eigentlich schon so gut wie fertig. Jetzt bleibt bitte auf der Ebene mit dem Schwarz-Weißen hier und drückt hier unten auf das FX-Symbol. Dass ihr es nochmal sieht, hier FX. Neben der Ebenenmaske ist FX. Dann geht ihr auf Kontur. Und jetzt könnt ihr euch eine Kontur wählen. Dann müsst ihr hier auf Position nach innen klicken,
Dann seht ihr, es verändert sich schon ein bisschen. Außen nach innen. Und geht bei der Stärke oder hier bei der Größe circa auf, ja, was sagen wir denn? Circa so. Okay, dann passt es. Jetzt habt ihr hier oben so wieder solche kleinen Tabs. Da geht ihr mal auf Kanäle. Oder Channels im Englischen. Und dann müsst ihr hier unten auf diesen Kreis mit der gestrichelten Linie klicken, neben der Maske. Und dann wird das komplette Bild hier ausgewählt, die einzelnen Farben. Dann solltet ihr eine neue Ebene erstellen, also auf Ebenen, einfach eine neue Ebene hier erstellen. Hier, neue Ebene erstellen. Und dort könnt ihr dann, wenn ihr diese hier am besten mal sperrt, eine Farbe hinzufügen. Was sagen wir, was wollen wir für eine Farbe haben? Rot. So ein Rot. Dann geht ihr auf euren Farbeimer. Also normalerweise ist hier der Farbeimer drin. Und wir brauchen jetzt das Verlaufswerkzeug. So, jetzt seid ihr schon im Verlaufswerkzeug drin. Und dann könnt ihr einfach, also das erste auswählen. Normaler Verlauf, nicht kreisförmig oder wie ist eine Uhr angeordnet. Klickt hier drauf und dann zeigt es euch gleich, den Verlauf könnt ihr damit bearbeiten. Dann könnt ihr hier die Farbe auswählen. Ich habe gesagt vorhin Rot und Gelb ist jetzt ausgewählt. Ihr könnt euch aber, wenn ihr hier einen Doppelklick drauf macht, könnt ihr euch eine andere Farbe wählen. Was sag mal? Ja, so ein gräuliches oder sowas. Und wenn ihr einfach so draufklickt, bis die Hand erscheint, könnt ihr noch eins hinzufügen. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt mal machen. Hier so, klickt drauf und da will ich jetzt weiß haben, sagen wir mal. Und dafür dann hier richtiges Schwarz. So ungefähr. Ja, machen wir es so. Ihr könnt aber auch schon vorgefertigte Verläufe wählen, die ihr oben habt. Oder euch einen Verlauf speichern, laden, was auch immer. Jetzt ist ganz leicht, ihr drückt die Shift-Taste, also den Pfeil, und geht hier unten an euren Rand, weil dann zieht ihr einfach mal eine Linie bis ganz nach oben. Und jetzt hättet ihr euren Verlauf hier so drin. Dann könnt ihr eure Auswahl schnell aufheben mal einfach. Hier Auswahl aufheben und eine neue Ebene erstellen. Diese Ebene kommt jetzt unter eure Farbige, die ihr vorhin erstellt habt. Ihr seht genau, euer Abraham Lincoln ist nicht ausgewählt. Und dort könnt ihr dann wieder eine Farbe aussuchen. Sagen wir mal, ja, was wählt ihr denn jetzt aus? Sowas hier. Und dann einfach mit Alt und Delete draufklicken. Dann hättet ihr euren Abraham Lincoln hier umgefärbt. Könnt ihr euch da jetzt auch noch eine andere Farbe aussuchen, machen wir wieder schwarz. Halt, Delay, dann hättet ihr dann wieder schwarz. Also, so färbt ihr dann euren Lincoln um. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch zeigen, wie ihr ein derartiges Pop-Art-Bild vom Abraham Lincoln erstellt. Die einzelnen Werte kommen je nach Person, also sind jetzt keine festgelegten Werte oder sowas. Vielleicht hätte man hier ein bisschen so, dass der Bart da noch mehr Punkte hat oder das Auge hier besser erkennbar ist. Es sieht ein bisschen düster jetzt aus, aber sonst habt ihr jetzt euer eigenes Pop-Art-Bild erstellt. Sieht ganz lustig aus mit eurem eigenen selben Hintergrund, was ihr da haben wollt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Der Gucke sagt Adios. Und ich kann euch jetzt am Endcut nur noch empfehlen, auf meine Website zu gehen. Dort werde ich immer wieder die neuesten Bilder hochstellen, vielleicht ein paar Beiträge oder sowas reinschreiben. Genauso bin ich auch noch auf Google Plus angemeldet. Ist ja bei YouTube jetzt irgendwie Pflicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Jeden Samstag und Sonntag gibt es ein Video von mir. Ich glaube, das war alles, was ich jetzt so sagen konnte. Adios.